Wie sieht es denn charttechnisch aus? Wir hatten ja beim DAX heute schon einiges an Höchstmarken gesehen. Genau, erstmal schönen guten Tag und auch an die Zuschauer einen schönen guten Tag. Wir haben letzten Endes, so wie wir es jetzt auch aktuell von der DAX-Tafel entnehmen können, wir arbeiten jetzt an der Marke von 10.300 Punkte. Also die Volatilität, die starken Bewegungen bleiben weiterhin äußerst volatil an den Märkten. Wir sehen, dass wir in der abgeschlossenen Handelswoche knapp bei 10.100 Punkte waren. Darauf folgend der Vortag, da waren wir noch um 9.600 Punkte auf der Unterseite. Also die Differenz alleine in 48 Stunden, sage und schreibe, von tief zum hoch 700 Punkte und das innerhalb von zwei Handelstagen. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich bedingt durch das neue Allzeithoch, was wir davor gesetzt haben, um 10.100 Punkte, das war schon ein relativ starker und hartnäckiger Widerstand. Auch hier bin ich davon aus, erstmal ausgegangen am Freitag, dass wir möglicherweise erstmal wieder ein bisschen abprallen, um vielleicht nochmal Ziele um Richtung 9.998 anzusteuern. Das ist leider ausgeblieben, aber was wir auch immer stets miteinander besprochen haben, ist, dass das große Paket und die Weltampelanlagen im Moment global betrachtet auf grün stehen und dass der DAX durchaus die Möglichkeit hat, wenn er signifikant die Marke um 10.100 Punkte rausnimmt, dass wir dann aber auch relativ schnell Richtung 10.500/10.700 marschieren können. Natürlich ist diese Geschwindigkeit, die wir jetzt gesehen haben, natürlich eine ganz, ganz große außergewöhnliche Überraschung, die jetzt keiner so auf der Liste hatte. Aber letzten Endes, bedingt durch die Schweizer Notenbank, scheint das wohl etwas Gutes zu sein für unsere exportnotierenden Unternehmen, insbesondere auch für den DAX. Die profitieren natürlich auch von einem fallenden Euro. Wir profitieren von einem fallenden Ölpreis. Jetzt haben wir auch hier gegenüber den Schweizer Franken inzwischen auch gewisse Vorteile. Das bedeutet also, das ganz große Konjunkturproblem steckt sich mehr und mehr durch und das katapultiert natürlich auch den DAX in die Höhe. Von der Charttechnik muss ich natürlich ganz fair und auch ehrlich bleiben. Ist die Situation zwar in den ganz großen Bildern eindeutig, also wir haben immer stets davon gesprochen, dass der übergeordnete Trend da ist und dass sich der Trend ausdehnen wird, aber diese kurzfristigen Bewegungen, die sind wirklich sehr, sehr schwer überhaupt nur annähernd zu definieren, zu bestimmen, wo Widerstände, wo Unterstützung sind. Zumindest können wir jetzt aktuell erstmal Folgendes sagen. Der DAX hat die 10.1 reingenommen und somit ist das ein charttechnisches Kaufsignal, wo der Markt sich jetzt im Moment befindet und durchaus bedingt durch die Notenbanken, wenn Mario Draghi tagt und auch die Marktteilnehmer positiv überrascht, na wer weiß, dann sind wir auch vielleicht relativ schnell Richtung 10.5 oder 10.7 in den nächsten Handelstagen. Allerspätestens dann sehen und sprechen wir uns wieder, Samir. Vielen Dank für die Einschätzung.